Die fünf Passagiere des nahe des Titanic-Wracks verschollenen Mini-U-Boots Titan sind bei einer Implosion des Tauchboots gestorben. Das teilten die US-Küstenwache und die Organisatoren der Expedition nach dem Fund von Trümmerteilen am Donnerstag mit. Bei einer Implosion bricht ein Objekt schlagartig zusammen, wenn der Außendruck größer ist als der Innendruck. Schon der kleinste strukturelle Defekt kann in großer Tiefe eine solche Katastrophe auslösen. Mit der traurigen Botschaft endete eine tagelange, fieberhafte internationale Such- und Rettungsaktion. Die Titan war am Sonntag zu einer touristischen Tauchfahrt zum in rund 3800 Metern Tiefe liegenden Wrack der 1912 gesunkenen Titanic aufgebrochen. Nach 1¾ Stunden brach der Kontakt zum Begleitschiff ab. Von dem etwa 6,5 Meter langen U-Boot fehlte seitdem jede Spur. Am Donnerstag gab die US-Küstenwache dann den Fund eines Trümmerfeldes nahe des Wracks der Titanic bekannt. Die Trümmer lagen rund 500 Meter vom Wrack der Titanic entfernt auf dem Meeresboden.